Okay, jetzt dürfen wir hier drüben wieder ran. Runde Nummer 3. Aber irgendwann müssen wir doch mal oben sein. Der endlose Berg. Oh, hier kommt was Großes. Alles klar. Wir sollten uns beeilen. Nochmal hier ran. Oh, da kommen die Brocken. Na komm schon. Irgendwie müssen wir doch hier rüberkommen. Na also, geht doch. Noch ein paar Schritte. Okay. Hui, wir sind oben. Na, einmal den hier hin. Da, schon wieder eine ganze Armee. Beine weg, Beine weg. Und den Kleinen da drüben noch. Oh, da kommt noch eine Welle. Da kommt noch einiges. So. Somat Power Gel. Ein bisschen Lebensenergie. Nochmal Somat. Zum Glück hatten wir Munition. Die konnten wir jetzt eben gerade echt gebrauchen. Und ich denke mal, wir sind so gut wie oben. Ich habe die Winde gefunden und schalte sie jetzt ein. Alles klar, einmal hier drüben Strom. Alle festhalten. Das gefällt mir nicht. Reden Sie mit mir und sehen Sie nicht nach unten. Was kommt als nächstes? Naja, wir wissen jetzt, dass wir eine Art Schlüssel brauchen, um die Maschine abzuschalten. Die Forscher nannten ihn den Codex. Okay. Und wo ist er? Wir müssen einen herstellen. Und wie machen wir das? Wie sie es vor 200 Jahren gemacht haben. Mit Rosettas Forschungsarbeit. Oh mein Gott! Locker bleiben. Nur eine durchgeknallte Sicherung. Vielleicht kann ich Strom von den Lampen umleiten. Ganz locker bleiben. Dann schauen wir mal. Dann erzählen Sie mal von dieser Rosetta. Naja, wir wissen nicht viel. Nur, dass der Codex aufgrund Ihrer Forschung hergestellt wurde. Wo finden wir ihn denn? In der Einrichtung an der Spitze dieses Berges. Super. Sehen Sie, wir sind fast fertig. Okay, der hier rüber. Der hier hin. Nee, aber der hier. Na also, geht doch. Können wir weiter? Was können wir hier tun? Auf der anderen Seite? Ah, hier. Hier können wir ran. War doch gar nicht so schlimm, oder? Nicht schlimm? Ich habe den ganzen Weg über geweint. Ich will endlich festen Boden unter den Füßen. Wow! Santos, Carver, helfen Sie mir! Scheiße! Es ist zu schwer! Nein, nein, ich hab's! Isaac! Sie mich vor dem Vieh, bitte! Was soll ich denn tun? Isaac! Der Vorsprung kracht gleich runter und reißt uns mit! Nein! Kümmern Sie sich! Halten Sie die Winde fest! Santos, geben Sie mir Ihre Hand! Komm schon, die kriegen wir. Oh Gott, Ellie, mach doch was. Ich hatte sie. Gott verflucht. Ich hatte sie. Wir wären alle mit runtergerissen worden. Isaac, das Schiff fällt auseinander. Geben Sie mir endlich Ihre Hand, verdammt. Ich hatte es ihr versprochen. Ich hätte sie erreichen können, hätte ich nur
noch eine Sekunde gehabt. Isaac? Sie ist tot. Ellie. Nein, Isaac, die ganze Felswand rutschte ab. Du hättest sie nicht retten können. Könntet ihr jetzt wieder hochkommen? Ja, ich glaube, es gibt einen Weg über die Seite. Was? Moment mal. Oh Mann, wir sind schon wieder unten. Ach, sag bloß. Oh nee. Nochmal nach oben. Offline. Ach, du schon wieder. Alles klar. Ja, 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 ich weiß. Okay, bringen wir es zu Ende. Einen hätten wir. Hey, machen Sie diese Harpunenkanonen mit dem Generator wieder flott. Na, warte mal. Erstmal müssen wir den hier wegräumen. Medipack. Ich habe keine Energie mehr. Das könnte ein Problem werden. Und ich glaube, wir haben wenig Munition. Okay, Energie hier drüben. Eine Sache zumindest. Alles klar. Jetzt kommt es. Es liegt am Boden. Munition wäre supi. Okay, 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 keine Panik. Keine Energie. Da drüben war doch irgendwo Energie. Medipacks, Medipacks brauchen wir nicht. Wir brauchen Energie. Ein Suchbot, ich sagte Energie. Alles klar, einer. Der hängt da hinten. Und den nächsten. Komm schon. Oh Mann. Ich kann zielen. Wie ein junger Gott. Gott, ich hasse dieses Ding. So. Na also, geht doch. Nur noch einer. Oh, er hat neue. Nett. Yes, hier drüben gibt's Munition. Wenn ich rankomme. Erstmal hier eine Runde drehen. Immer noch keine Energie. Aber den nächsten Fangarm. Alles klar. Wie sieht die Lage aus? Mann, was für ein Brocken. Aber den kriegen wir. Wow, alle auf einmal. Und wieder alle. Nee, einer steht noch. Komm schon, mein Junge. Diesmal kriegen wir ihn.
Yes! Wo zur Hölle müssen wir ihn treffen? Hinten oder vorne? Na also. Also, was nun? Der kriegt ja immer wieder neue. Ich glaube, wir können den gar nicht besiegen. Na verflucht, wir müssen hier ran und ich mache hier ewig rum. Ah, hier können wir was tun. Hier können wir Strom anwerfen. Komm schon. Und ich renne hier ewig rum. Versuchen Sie, das Vieh zu den Tracking-Lasern zu locken. Jetzt, komm, hau rein. Benutzen Sie die Torque-Steuerung schnell. Das Vieh befreit sich. Komm schon. Hebel, Hebel. Wo ist ein Hebel? Hier drüben. Jetzt mach schon. Oh Mann, oh Mann. Ich habe die Dinger hier drüben gar nicht gesehen. Aber das hier kommt nie wieder zurück. Ich denke, das sind wir los. Außer es hat einen Bruder. Irgendwo hier drüben könnten wir noch unseren Bot hin tun. Warte, und zwar hier. Dann mal los, mein Kleiner. Okay, gehen wir weiter. Wir müssen hier hin. Alles klar. Klettertour Nummer 4. Irgendwas kommt runter. Und dazu noch der Sturm. Was wir nicht alles machen müssen. Komm schon, wir sind doch so gut wie oben. Hey. Alles ist gut. Du bist ein guter Mensch, Isaac. Du hast getan, was du konntest. Habe ich nicht. Ich habe aufgegeben, Ellie. Es tut mir so leid. Hier muss es sein. Aber wie zum Geier sollen wir diese Rosetta finden? Sie muss da oben irgendwo ein Labor haben. Wir sollten nach einem Büro suchen, nach Akten, irgendwas mit ihrem Namen darauf. Damit kommen wir zum Eingang. Los. Yep, jetzt sind wir ganz oben. Erstmal hier drüben hin. Mal gucken, ob wir hier drüben ein wenig Munition bekommen. Wolfram, na meinetwegen. Altmetall. Aber die nächste Werkbank kommt bestimmt. Also von daher, wir werden schon unsere Munition bekommen. Alles in Ordnung? Ja, alles okay. Fahr ruhig schon vor. Da ist ein Weg am Boden. Ich schicke ihn dir auf deine Rig. Wir treffen uns an der Einrichtung. Ja, ja. Wie oft bin ich runtergefallen? 100 Mal oder so? In den letzten 2 Stunden? Naja,
Isaac. Der kann alles. Oh, mitten im Eis. Aber wir haben keinen Bot mehr. Hier irgendwo müsste irgendwas sein. Bestimmt hier, in der Ecke. Yep, hier in der Ecke. Und wer kommt hier schon wieder? Ach du. Bleib doch einfach liegen. Munition. Na also, geht doch. Wo müssen wir hin? Hier drüben hin? Wie? Von da sind wir doch gekommen. Ein anderer Weg. Wir können hier nach oben. Wir können hier nach unten. Moment mal. Was haben wir hier? Ja. Wo kommen wir hier hin? Was können wir denn hier tun? Sicher? Wir müssen da drüben weiter? Egal, wir gehen hier unten hin. Ach, hier kommen wir noch gar nicht hin. Aber da unten liegt irgendwas. Ach, da waren wir eben gerade. Stimmt ja. Okay, verwirrend. Da hätten wir irgendwas mitnehmen können. Ah, da komme ich aber noch ran. Sehr gut. Eine sehr gute sogar. Zum Glück haben wir die eben gerade noch bekommen. Alles Absicht. Ah, hier geht's lang. Naja, okay, sowas kann man aber auch ganz schnell übersehen. Arschkalt hier oben. Was haben wir denn hier? Einen Marker. Einen roten. Noch einer. Noch einer. Und sogar noch einer. Und sogar noch einer. Oh Mann. Was hier wohl gemacht wurde? Hm. Denen geht's gut. Ganz normal. Bleiben liegen. Sieht aus, als hätte Danik Zeit zum Sammeln gehabt. Verdammt. Wie sollen wir Rosetta finden, wenn sie seit 200 Jahren tot ist? Moment. Da. Rosetta-Labor. Es ist hier. Perfekt. Schick mir die Koordinaten. Und hoffen wir, dass wir diesen Kodex bauen können, bevor Danik uns findet. Ich wette, Rosetta ist gar keine Person. Sondern irgend so ein Projekt oder sowas. Na, woran... Na, sag bloß, hier drüben. Jetzt aber schnell. Einmal hier hin. Und komm. Hier hin. Puh, war schon rot. Standrahmen. Kleine Grappler. Großer Grappler. Oh, wow, 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 wow. Nicht anfassen. Ich mag das nicht. Da kommt der nächste. Erstmal die hier raus. Oh Gott, wieder ganz viele. Neuer Anzug. Den schauen wir uns an. Moment, erstmal hier die Sachen einsammeln. Hier drüben noch ran. Medipack gleich meins nehmen. Dann hier rein.
Badadadadam. So, Upgrades. Wir gehen mal hier drüben hin und nehmen uns Energie. Wolfram haben wir ja genug. Ja. Dauer und Nachladen. Einmal die hier noch. So. Da gehen wir auch noch hin. Die beiden Bots abholen. Einer rennt noch rum. Und wir können gleich mal hier hin. Schauen mal hier rein. Und wir hatten eine bessere Variante von denen hier. Und zwar einmal so eine. Genau. Wir brauchen noch ein bisschen Munition. Und wir nehmen noch hier die Medikits mit. Und dann einmal hier Munition. So. Medipack hier drüben noch. Hier lang. Ach, mal wieder ein Aufzug. Gott sei Dank, nach all dem Klettern. Oh, nobler. Auf zum Labor. Ach, jetzt ist er wieder da, der andere Bot. Jetzt, wo ich nach oben gehe. Egal, später. Dekontamination wird eingeleitet. Das ist also Rosettas Labor. Oh, endlich. Und das ist die Montagestation. Laut der Steuerung. Wir sollen einen Codex zusammensetzen. Klingt logisch. Nein. Laut Aufzeichnungen sind wir hier, um Rosetta zusammenzusetzen. Die haben sie in Stücke geschnitten? Oh mein Gott. Was für ein Scheißtag. Die haben sie zerschnitten? Warum? Keine Ahnung. Aber es sind schon ein paar Stücke in der Montageeinheit. Ich glaube, da vorne ist noch eins. Okay. Stücke sammeln. Was zum Henker machen wir jetzt damit? Hier müsste ein Behältnis sein, das mit dem Katalogsystem des Labors verbunden ist. Ja, da drüben. Okay, mal sehen, ob ich es reinbekomme. Wo rein? Ach, da drüben. Gut, dann einmal zack. Okay, mal sehen, ob ich das zur Montagestation schicken kann. Moment. Flupp. Und rein damit. Ah ja, Rosetta. Oh. So, was könnte das sein? Laut Unterlagen gibt es noch 4 weitere Stücke. Diese wurden von Dr. Serrano aus der Liste ausgetragen. Die Einrichtung hat 3 Gebäude. Wenn es noch weitere Stücke gibt, sind sie in einem davon. Oder in allen. Wie ich's mitbekommen habe, waren die meisten Türen versperrt. Tja, dann ist heute dein Glückstag. Sieh mal, was ich gefunden habe. Ein Sicherheitspass. Willst du es probieren? Warum nicht? Ja, los, super, gib her. Danke. Finde alles darüber heraus, wie man durch das Zusammensetzen von Rosetta einen Codex herstellt. Ich sehe mich in den Laboren um und sammle den Rest von Rosetta ein. Oh Mann, jetzt bauen wir so eine Rosetta. Dekontamination wird eingeleitet. Bitte stillhalten. Okay, einmal wieder nach unten. Offensichtlich hat diese Einrichtung 3 Hauptgebäude. Das, in dem wir jetzt sind, ist Biologie. Dann gibt's noch eins für Paläontologie und eins für geologische Studien. Welches soll ich mir zuerst ansehen?
Egal. Sei nur vorsichtig. Warum? Meinst du, da draußen könnte mich was fressen wollen? Das ist nicht witzig. Ich weiß. Isaac, Ende. Erstmal hier drüben holen wir den Bot. Dankeschön. Okay, wo gehen wir hin? Wir gehen hier drüben hin. Da war eine Koop-Nebenmission. Was haben wir hier noch so? Also, Biologie. Da sind wir gerade. Das wird eine Weile dauern, hier alle Teile zu finden. Was zur Hölle bist du? Ah, sowas bist du. Ein kleiner Nippel. Blutig. Aber naja, gibt's Schlimmeres. Na, wo hier? Irgendwo in der Nähe muss noch einer sein. Ach, hier drüben. Plopp. Ja, hier sind überall eklige Wucherungen, die auch einen Teil der Durchgänge blockieren. Sind sie organisch? Hier steht nämlich, dass es ein Sterilisationssystem gibt, das bei einer Isolierungsstörung organisches Material zerstören kann. Ich seh's mir mal an. Lass mal ran hier. Gaspumpe. Okay. Was haben wir hier für eine bekommen? Gleich mal schauen. Ah, so eine. Eine von den guten. Einmal nach oben oder nach unten. Nach unten geht's. Oh Gott, schon wieder die hier. Was haben wir hier? Die Spannung. Moment, wir ziehen den mal weg, machen den auch mal weg. Nee, geht Aufzug nicht. Online. Naja, ist gut. Zwei von denen. Na also. Hello! Die werden ja immer schlimmer. Okay, beide. Da sind wir also fertig. Dann können wir wieder nach oben. Da oben waren doch noch ein paar von den anderen. Soweit ich weiß. Hm, keine mehr. Aber die hier noch. Sequenz wird eingeleitet. Wow, alles clean. Ach, deswegen das ganze Somat Power Gale. Dafür braucht man sowas. Ergibt irgendwie Sinn. Jetzt können wir hier rein. Hm, was haben wir hier? Medipack. Dr. Earl Serrano Status-Update. Ich kann mir jetzt denken, warum die Alien-Maschine unseren Codex nicht annehmen wollte.
Die Anweisungen waren durch den zweiten DNA-Strang, die Anomalie, verfälscht. Heute fanden wir ein neues, makelloses und intaktes Exemplar. Seine DNA ist unverfälscht und ich hoffe, dass dies der lang ersehnte Durchbruch wird. Ah ja, Dr. Serrano. Einmal hier ein Bot hin. Der sucht. Dann gib mal her. Nehmen wir auch noch mit. Somat Power Gale. Und wieder so einer. Komm schon. Alle weg. Yep, den haben wir. Wolfram. Sogar zweimal. Wahnsinn. Made my day. Irgendwo hier drüben müssen wir... Oh, schon wieder die. Na komm her. Boom. Okay. Also, waren das alle? Das waren alle. Das hier einmal hier drüben rein.